Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wundervolles, neues, gesundes, glückliches, lichtvolles neues Jahr. Ja, 2022 hat begonnen, dieser Raum ist aufgegangen und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich welche Energien stehen uns im Jahr 2022 zur Verfügung? Und ja, hier hat Salvador etwas durchgegeben, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe es aufgeschrieben, ich würde es euch gerne abschnittweise vorlesen und dann selber nochmal darauf eingehen, was er damit gemeint hat. Denn am Anfang geht es erstmal um ja, die Energieanatomie, was das eigentlich bedeutet, welche Energien stehen uns zur Verfügung, wie können wir das verstehen, wie können wir die nutzen für uns, wie funktioniert das überhaupt, wo setzen wir unseren Fokus. Und ja, dazu beginne ich jetzt erstmal, euch diesen Text vorzulesen. Und am Ende greift er das Thema auf, welche Energien in diesem Jahr von Bedeutung sind, die uns hier zur Verfügung gestellt werden, sodass wir hier einen Fokus setzen können für uns, dass wir in diese Kraft kommen, in diese Schwingung gehen und unser System stärken dadurch, da wir uns dann mit diesen Energien ernähren und unser Potenzial mehr und mehr öffnen können. Also, ich beginne mal mit dem Text. So schaut, eure Seele aktiviert durch den Alleinsein-Fokus die authentischen Energien, die dann in euer Leben strömen. Das kann ich gleich nochmal erklären. Das heißt, unsere Seele an sich hat eine Energie-DNA. Das heißt, je nach Phase in unserem Leben werden Energien durch unser Herztor in diese Inkarnation gesendet von unserer Seele selbst, die uns dann zur Verfügung stehen, wo wir dann Materie kreieren, wenn wir uns in Hingabe zu unserer Seele befinden. Mit diesen Energien habt ihr die Möglichkeit, eure Erfahrungen zu kreieren. Natürlich könnt ihr eure Energien ebenso aus dem Außen ziehen, um Erfahrungen zu kreieren. Das heißt, wir haben Wahlmöglichkeiten. Wir können in Hingabe unser Herzzentrum öffnen, können hier Energien einströmen lassen aus unserem Seelenraum in uns hinein. Das ist eine Quelle an Energien oder wir ziehen uns Energien aus dem Außen. Und hier gibt es auch noch mal zwei Möglichkeiten, wo wir im Außen Energien herbekommen können. Darauf geht er jetzt noch einmal ein. Im Außen gibt es zwei Möglichkeiten. Energien aus dem Schattenuniversum, dies sind niederfrequente Energien und mit diesen kreieren wir Ego-Erfahrungen. Das heißt, wir können Energien ziehen, durch Deals mit anderen Menschen, Konkurrenzgedanken, können uns von Angst ernähren, die im Außen herrscht. Ja, wir können Energien einlassen, die eher dem Schattenuniversum zugeordnet sind. Das heißt, dem Ego-Erfahrungszyklus dienen. Ja, wenn wir einen Deal haben in einer Beziehung, das heißt, der eine gibt mir Sicherheit, ich gebe ihm ein offenes Ohr und höre zu, dann ist das ein Mechanismus, der auf Dauer läuft und wo man sich gegenseitig Energien zusendet und sich darüber ernährt. Ja, weil man dann jetzt in dem Fall Sicherheit, die Energie nimmt man von dem anderen und fühlt sich hier versorgt und ernährt. Aber sich diese Sicherheit aus dem eigenen System zu erschaffen, hier ernährt zu werden aus der eigenen Herzquelle heraus, das wäre der Weg, wo die Seele authentische Energien sendet, wo wir selbst uns ernähren, aus unserer Quelle heraus. Aus einem Deal entsteht immer etwas Verklebtes. Ja, man ist abhängig, man kommt in Abhängigkeit, denn wenn der andere anfängt und sagt, ich möchte diese Sicherheit nicht mehr geben, dann fällt man selbst in Schmerz, in Leid, weil ein Mangel dadurch scheinbar entsteht. Und das ist, was dann aus dem eigenen Inneren heraus man in sich entwickeln kann. Aber wie gesagt, er beschreibt ja diese zwei Möglichkeiten, wie wir im Außen Energien ziehen. Und das ist eine Möglichkeit, aus einem Ego-Raum, aus dem Schattenuniversum sich Energien nehmen, um das eigene System zu stabilisieren. Ja, weil da noch der Zugang zum Herzraum verschlossen oder blockiert ist. So, die zweite Möglichkeit, im Außen sich Energien einfließen zu lassen. Energien aus dem Notaggregat. Um den Abtrennungsraum zu stabilisieren, haben wir diesen mit einem Energienetz durchzogen, sodass ihr dieses in der dritten Dimension nutzen könnt. Also, wir sind hier im Raum der Abtrennung. Wir erschaffen diese Abtrennungserfahrung, diese
Das ist eine Ego-Erfahrung. Ja, Materie, materieller Raum, der Abtrennungsraum ist die Kreation des Schattenuniversums, um dem Alleinssein einen Spiegel zu geben oder ihm hier zu dienen, sodass das Bewusstsein sich erkennen kann in sich selbst. Wir sind dieser Spiegel. Wir sind in diesem Abtrennungsraum. Unser Bewusstsein ist in diesem Abtrennungsraum. Um hier energetisch bestehen zu können, denn unser Herztor wurde erstmal verschlossen, dass diese Abtrennung überhaupt vollzogen werden konnte. Um mit einem geschlossenen Herzzentrum überhaupt in diesem Abtrennungsraum weiter existieren zu können, energetisch mit unserem Bewusstsein wirken zu können, brauchte es ein Notaggregats-Energienetz. So wird es von Salvador und dieser Lichtgruppe genannt. Das heißt, der ganze Raum ist durchzogen mit dem sogenannten Universal-Energiekraftnetz. Das sind Energien, die uns das Alleinssein in diesem Raum hier zur Verfügung stellt, die wir für uns von außen nach innen einströmen lassen können. Ich lese eben weiter vor. Das Universal-Energiekraftnetz stabilisiert den Massenbewusstseinsraum und ihr habt aus eurer Matrix heraus einen persönlichen Zugang zu diesen Energien. Die euch zur Verfügung gestellten Energien über das Universal-Energiekraftnetz hat, wie die Seele jedes Einzelnen, einen Alleinsseinsfokus, erkläre ich gleich noch, der die für diesen Erfahrungsraum authentische Energien zur Verfügung stellt. Also, dieses Energie Universal-Energiekraftnetz, was als Notaggregat bezeichnet wird, was hier im Massenbewusstseinsraum hindurchströmt, was wir nutzen können. In der Abtrennung sind wir noch in der Kreation, dass wir Energien von außen nach innen ziehen, um Materie zu erschaffen. Im Erwachen selbst, je weiter unser Erwachen voranschreitet, ziehen wir Energien von innen aus unserem Herzzentrum und lassen es nach außen strömen. Also die Stromrichtung der Energie dreht sich im Prozess des Erwachens. Aber um überhaupt in dieses Erwachen kommen zu können, brauchen wir Energien von außen, weil im Herzen, da wollen wir erwachen. Das heißt, das Herz darf aufgehen. Da sind wir im Prozess. Und solange der läuft, brauchen wir noch Energien von außen, die von außen in uns strömen, um überhaupt diesen Prozess vollziehen zu können. Und da steht uns nun dieses Universal-Energiekraftnetz zur Verfügung, was vom Alleinssein mit Energien gespeist wird. Und welche Energien dadurch strömen, das ist nun er sagt, Alleinssein-Fokus, heißt, in jedem Raum, wenn wir jetzt in den Raum in Raumgedanken gehen, oder bleibt in der Linie der Zeit, um es nicht ganz zu kompliziert zu machen. Wir bleiben in der Linie der Zeit. Wir sind im Jahr 2022. Und in dieser Phase, in dieser Linie der Zeit oder in dem Raum 2022 steht uns eine Energie zur Verfügung, die authentisch vom Alleinssein in diesen Raum gesendet wird, über das Universal-Energiekraftnetz. Und über diese Energien, die dort einströmen, wenn wir diese fokussieren für uns, also im Bewusstsein haben, diese in unser System einlassen durch das Fokussieren, dann strömen wir in diesem Lebensfluss des Massenbewusstseinsraums. Das heißt, wir können Energien, die jetzt in 2022 in diesen Raum gesendet werden, nutzen, um in diesem Strom zu bleiben, um das Potenzial des Erwachens voll und ganz auszuschöpfen für uns. Und das ist die Kraft der Fokussierung. Ja, ich lese jetzt einmal weiter. Das Jahr 2022 ist ein Erfahrungsraum im Massenbewusstsein und beinhaltet somit authentische Energien, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Also, 2022 als Erfahrungsraum für uns bekommt durch das Universal-Energiekraftnetz authentische Energien zugeführt, die fließen dorthin durch und wir können diese durch unseren Fokus nutzen. Das war jetzt eine kleine Exkursion in die Energieanatomie. Ich hoffe, es war nicht allzu kompliziert. So, jetzt kommen wir zu dem Erfahrungsraum 2022. Setzt ihr bewusst den Fokus eures Bewusstseins in diesen authentischen Energien des Raumes 2022. So nutzt ihr diese Kraft für euer persönliches Erwachen. Ihr schwingt dann gleich mit dem Alleinssein-Fokus, der die Energien in den Massenbewusstseinsraum einströmen lässt.
So versorgt ihr euch in der dritten Dimension mit authentischen Energien, die euch optimal im Erwachen stärken, um in der fünften Dimension, um in die fünfte Dimension überzugehen. Hier möchten wir nun euch die Informationen zuteilwerden lassen, die euch in 2022 dienen. Also, jetzt wird der Fokus gesetzt, auf welche Energien in den Raum einströmen, jetzt 2022, wo wir wirken können, weil wenn wir mitströmen in diesen authentischen Fluss, ja, gehen wir mit der Lebensbewegung mit. Und gehen wir mit einer Lebensbewegung mit, eröffnen wir das höchste Potenzial, was dadurch entstehen kann in uns selbst. Und es ist der Fokus gesetzt bei uns Menschen in das Erwachen selbst. Das Erwachen, das Eröffnen unseres Herzzentrums und die Wahrnehmung der fünften Dimension, das heißt die Raum-in-Raum-Erfahrung. Die Erfahrung, dass wir weit mehr als nur im materiellen Raum vorhanden sind. Das ist das Erwachen an sich, die Öffnung des Herztores und dieses zu erkennen als Energieportal in die geistige Welt hinein. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem spannenden Thema. Welche Energien sind in diesem Jahr, stehen besonders zur Verfügung? Besonders möchte ich gern betonen, weil natürlich stehen auch ganz, ganz viele andere Energien zur Verfügung. Aber das ist ein Fokus, der sehr viel Kraft hat. So, wo war ich hier stehen geblieben? So, die Kraft der Universalenergien ist das Potenzial der Möglichkeiten. Öffnet euch für Möglichkeiten, die ihr nie für möglich gehalten habt. Türen im Leben wollen sich öffnen. Neue Ideen und Projekte möchten in den Ausdruck gebracht werden. Eure Systeme wollen sich ausdehnen und Begrenzungen überwinden. Wichtiger denn je ist es, in diesem Jahr alte Vorstellungen über das Leben im Allgemeinen und über euch selbst fallen zu lassen. Ihr habt Scheinrealitäten, die in euren Verstand abgespeichert sind. Diese Scheinrealitäten erschaffen einen Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Dies ist eure Komfortzone. Wachsen heißt Wandel. So seid bereit, eure Systeme entscheiden zu lassen, was euch nicht länger dienlich ist. Doch die Betonung des Jahres 2022 ist das Neue, das einströmen möchte. So seid bereit und öffnet euch mit dem Vertrauen, dass das Leben euch Wege zeigt, von denen ihr vorher nicht einmal etwas geahnt habt. Ja, heißt, wir dürfen wirklich einen Fokus setzen, uns für Neues zu öffnen, uns zu erlauben, dass das Leben uns viel, viel, viel mehr Möglichkeiten präsentieren möchte, als wir jemals gedacht haben. Diese Intelligenz des Lebens wirken lassen, die Kreation des Lebens wirken lassen und unsere persönlichen inneren Begrenzungen, die wir uns erbaut haben durch Vorstellungen über uns selbst, über das Leben, dass die gesprengt werden dürfen, dass sie sich aufweichen dürfen, dass unser Raum erweitert wird. Ja, dass wir natürlich dann aus unserer Komfortzone heraustreten, neue Erfahrungen machen in der Weite des Lebens. Aber hier sind wir nun gefragt, hier dürfen wir einen Fokus setzen und das Leben einladen, dass es uns diese Türen öffnet, dass es uns diese Möglichkeiten schenkt, sodass wir wachsen können, dass wir uns wandeln dürfen und einfach neue Räume betreten, von denen wir vorher nicht einmal geahnt haben. Das ist die Kraft 2022. Und noch eine weitere, die hier kommt. Eine weitere Qualität des Jahres 2022 ist die Zusammenkunft. Neue Gruppen werden sich bilden können, um Neues in die Welt zu tragen. Neue Verbindungen werden geknüpft, um das Licht des Alleinseins zu stärken und den Raum des Massenbewusstseins zu verteilen. Um diese Kraft für euch zu nutzen, schaut in euch das Thema eurer Wertigkeit an. Seid ihr es euch wert, Teil einer liebevollen Gemeinschaft zu sein? Seid ihr es euch wert, hochschwingende Energien zu empfangen? Tretet heraus aus den Erfahrungen der Isolation. Findet Mut und zeigt euer wahres Gesicht der Liebe. Denn so werdet ihr von eurer authentischen Gemeinschaft gefunden. Geht den ersten Schritt in die Öffnung. Seid bereit und offenbart eure Verletzlichkeit. So baut ihr Brücken füreinander. Es ist an euch, diese Potenziale des Alleinseins in euch strömen zu lassen. Hier möchten wir euch ein Bild schenken. Ein Segelschiff sticht in See, ohne zu wissen, welcher Hafen sich zeigen wird. Wehmut ist an Bord, denn jeder weiß, das Schiff kehrt nicht zurück. Die alten Zeiten werden verabschiedet. Die See ist rau, stürmisch, der Himmel verdunkelt sich.
2022 hat die Kraft der Möglichkeiten. Haltet Ausschau in alle Richtungen und lasst euch vom Leben das neue Land schenken. Verabschiedet euch davon, wie das neue Land auszusehen hat, so öffnet ihr eure Augen und werdet sehend für den Schatz der Möglichkeiten und der Gemeinschaft. Ja, das ist eine sehr kraftvolle und sehr klare Botschaft. Also es sind letztendlich zwei verschachtelte Themen ineinander, denn auch die neue Gemeinschaft sind neue Türen, neue Möglichkeiten, die sich hier öffnen. Und wir selbst dürfen hier in uns schauen, in unsere Wertigkeit, dass wir diesen Schutz abbauen, uns zeigen, auch in unserer Verletzlichkeit, in der Weichheit, sodass uns diese authentische Gemeinschaft oder diese Menschen auch finden können. Denn das ist ja, wenn wir unser authentisches Gesicht zeigen, dann kann uns auch die authentische Gemeinschaft finden, zu der wir gehören und wo wir uns im größten Potenzial entwickeln können, wandeln können und unser Herzzentrum mehr und mehr öffnen können. Ich hoffe, dass es euch in euch ganz viel zum Fließen gebracht hat und ihr ganz viel Inspiration dadurch bekommen habt. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr mit wundervollen, ganz, ganz vielen Möglichkeiten, bunter, weiter, offener, als ihr es euch je hättet vorstellen können. Alles Liebe, bis ganz bald.